veranstaltet, und zwar ganz besonders für junge Leute, die Lust haben, sich zu engagieren, die zu lernen, reinzukommen und irgendwann später auch mal, weiß ich nicht, auf Bäume zu klettern oder vor Kohlebagger zu gehen oder was auch immer, auf Demos, was gerade so ansteht. Du erzählst ein bisschen was über Camp for Future und bestimmt auch noch viel mehr. Viel Spaß! Ja, danke schön. Ich bin Helene und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich stehe hier stellvertretend für die Bundjugend NRW und halt für das Camp for Future. Das Camp for Future ist ein Bildungscamp für EinsteigerInnen, für junge Leute und auch für langjährig Aktive, die sich bei uns miteinander vernetzen wollen, gemeinsam lernen wollen zu den Themen Klimagerechtigkeit, soziales Miteinander, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und das findet hier mitten im rheinischen Braunkohlerevier statt, also direkt da hinten um die Ecke. Das heißt, wir suchen auch den Dialog mit den Anwohnenden und allen Beteiligten. Soweit zu uns. Ja, ich selber bin noch relativ neu, erst seit einem Jahr in der Bewegung, aber mich hat das alles sehr mitgenommen in dieser kurzen Zeit. Die Naturzerstörung im Kontext all der sozialen Ungerechtigkeit zu sehen, die damit einhergeht. Und hier vor Ort im Hambig zusammen zu sein, mit teils jahrelang aktiven Menschen, um den Hambacher Wald zu schützen, um dafür einzustehen, das Klima nicht weiter zu verfeuern und wirkungsvoll die Stimme für den Braunkohleausstieg zu erheben. So viele bunte, vielfältige, laute, engagierte, wunderschöne Menschen hier sind. Wir sind 50.000! All die Menschen hier sind aus ganz Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt zusammengekommen, um zu sagen, nein, genau hier wollen wir diesen aberwitzigen Entwicklungen ein Ende setzen. Der Hambacher Forst als Lebensraum und Symbol für den Klimaschutz muss erhalten bleiben. Wir fordern eine echte Energiewende. Jetzt! Energiewende jetzt! Energiewende jetzt! Energiewende jetzt! Energiewende jetzt! Gleichzeitig frage ich mich aber auch immer wieder, wieso in dieser ganzen Debatte die sozialen Aspekte eine so geringe Rolle spielen im Vergleich zu all den wirtschaftlichen Aspekten. Wie können die Profite der Konzerne, welche von der Politik geschützt werden, und die Ausbeutung der Natur und Menschen eine größere Rolle spielen als die Interessen der Menschen, vor allem der kommenden Generation, und die Erhaltung der Natur? Früher mag das alles irgendwo eine Bedeutung gehabt haben. Aber wieso darf heute noch ein jahrhundertealter Wald abgeholzt werden für eine Energieversorgung, die wir nicht mehr brauchen? Wieso dürfen heute noch tausende Menschen umgesiedelt werden, ihre Heimat, ihre Häuser zerstört werden? Nur Erinnerung an die Orte, die den Löchern weichen mussten, bleiben diesen Menschen. Und ich frage mich vor allem, wieso die Stimme der Jugend in dieser ganzen Debatte so selten berücksichtigt wird. Die Kohlekommission tagt, die Aufsichtsräte tagen, PolitikerInnen tagen und bei allen wichtigen Entscheidungen werden junge Menschen völlig außer Acht gelassen. Dabei sind wir diejenigen, die vor allem mit den Folgen der Kohleverstromung, die mit den Folgen der Klimaerwärmung zu leben haben. Wir und die Kinder, die jetzt geboren werden und all die Generationen danach. Wir werden mit den Ewigkeitslasten, die gestern und heute geschaffen wurden, leben müssen. Weitermachen wie bisher, wird es unweigerlich zu einer Klimakatastrophe kommen, die uns alle betrifft und die wir dann nicht mehr so einfach ausbügeln können. Reichen denn nicht jetzt schon die Überschwemmungen und der Starkregen, die Hitzewellen und enormen Waldbrände, Dürreperioden und daraus resultierende Missernten?
Nur weil es uns in Deutschland noch nicht so stark betrifft, sollte uns das alles doch nicht egal sein, sondern eher zum Anpacken und zur Solidarität aufrufen. Wollen wir auch ein Recht haben, unsere Zukunft mitzubestimmen und mitzugestalten. Und deshalb sind wir heute hier. Es gibt also viele Ungerechtigkeiten, die wir angehen müssen. Es stehen große Veränderungen an und es benötigt Mut, diese Veränderungen auch zu fordern und durchzusetzen. Wir müssen weiterhin Plattformen für gesellschaftlichen Diskurs schaffen, müssen demokratische Auseinandersetzungen zulassen, müssen die Themen der Klimagerechtigkeit als wichtige Fokuspunkte in den politischen Debatten etablieren. Dabei hilft es uns, interdisziplinär miteinander zu arbeiten und Perspektiven zu verbinden, die vielleicht zunächst widersprüchlich erscheinen. Wir brauchen gesellschaftliche Lösungen, die konkret umsetzbar für jeder Mensch sind. Zusätzlich wird es noch wirkungsvoller, wenn viele Menschen viele kleine Dinge tun. Ein guter Anhaltspunkt ist die gelebte Nachhaltigkeit und dass diese auch Spaß machen kann und soll. Möglichst weit der Verzicht auf tierische Produkte. Praktisches Anbieten. Upcycling oder Repair-Cafés, plastikreduziertes und plastikfreies Leben durch Einkäufe in unverpackt Läden oder auch Foodsharing und alternative Wohnkonzepte. Das sind alles Ideen, die schon da sind und die genutzt werden wollen. Und wenn wir das alle gemeinsam nutzen, dann werden wir das Klima schon retten. Also, ein gesellschaftliches Umdenken muss stattfinden, um eine klimagerechte, solidarische, nachhaltige Gemeinschaft gemeinsam zu entwickeln. Die Mauern und den Köpfen müssen abgebaut werden und die Steine daraus sollen genommen werden, um neue Wege zu schaffen. Und dafür sind wir hier, dafür ist dieser Protest hier. Und wir als junge Menschen wollen klar machen, dass auch wir die Energien dazu aufwenden können und dass wir bereit sind anzupacken. Also sage ich auch, vernetzt euch, startet Projekte. Wir müssen uns jetzt zusammenfinden, um die Zukunft zu gestalten, in der wir wirklich leben wollen. Wir müssen unsere Gedanken zu gelebter Nachhaltigkeit, solidarischen Gesellschaften und unseren positiven Blick für die Zukunft nach außen tragen. Es gibt schon so viele vielversprechende Initiativen in ganz Deutschland, deren Ziel genau das ist. Und es gibt auch schon so viele engagierte Menschen, die ihre Energien darauf verwenden. Wir müssen es jetzt nur noch schaffen, uns größer zu machen, uns zu vernetzen, zu wachsen und uns und unsere Power zu zeigen. Hallo. Hast du Jürgen gesehen? Ja, wir müssen unsere Vision für die Aufnahme. Zukunft leben. Und wir müssen sie in die Gesellschaft integrieren. Dann werden wir auch ernst genommen und können unsere Zukunft mitbestimmen. Ich persönlich freue mich ungemein, dass wir heute so viele Menschen sind, jung und alt und alles darunter, dazwischen und darüber, die sich dafür einsetzen wollen. Menschen, die von überall zusammenkommen, um gemeinsam mit einem positiven Blick voran in die Zukunft zu gehen. Wir gehen dieser Zukunft heute zusammen entgegen. Wir zeigen den Akteuren heute, wie viele wir sind, wie groß wir sind und wie wichtig unsere Stimme ist. Ich danke euch so sehr für eure Aufmerksamkeit und Anwesenheit.
schaffen, den Wandel zu leben, ihn in die Gegenwart einzubauen, sodass der Schritt in die Zukunft, die wir sehen, gar kein so großer mehr ist. Dankeschön.